Virtual Messagen is back on track. Er darf wieder raus auf den Platz, den Ball streicheln. Einen Monat ist es her, seit er sich im Testspiel gegen Regensburg wieder einmal verletzte, wo er doch gerade erst kurz zuvor fit geworden ist. Jetzt ist er einmal mehr auf dem Weg zu einem Comeback. Ja, ob der Moment, dass ich getroffen werde, ist besser. In dem Moment, als ich am Fuß getroffen wurde, habe ich mir schon die Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, noch weiter zu spielen oder lieber nicht. Aber ich habe so lange nicht gespielt und war so motiviert nach dieser langen Zeit. Das war vielleicht der Fehler, nicht auf mich selbst zu hören. Ich wollte einfach weiterspielen und es genießen, wieder auf dem Platz zu stehen. Das war sicher nicht die beste Idee, denn nach der ersten Hälfte kam unser Physio auf mich zu und meinte, dass ich nicht mehr weiterspielen kann. Ich solle es ruhig angehen lassen. Es ist doch nur ein Freundschaftsspiel. Wir haben dann einen MRT-Termin geplant, um zu sehen, was passiert ist. Dabei kam heraus, dass das Sprunggelenk doch schlimmer verletzt war, als ich dachte. Das war für mich ein sehr harter Moment, weil ich doch gerade wieder zurück war nach so langer Zeit und ich so motiviert war, dem Team zu helfen. Der Rückschlag ist da natürlich besonders schmerzhaft. Mein alter Trainer Michael Kölner hat mich angerufen und mir gesagt, dass er einen Spieler hatte, dem das Gleiche passiert ist und der auch sehr schnell wieder zurückgekommen ist. Er hat gesagt, dass er großes Vertrauen in mich hat und dass ich das schaffen werde. Auch unser ehemaliger Sportvorstand Robert Palikutscher hat mir geschrieben und mich aufgebaut. Viele Menschen, die in meiner FCN-Zeit mit mir zu tun hatten, haben sich gemeldet und mir Mut zugesprochen. Auch meine Ärzte und Physios in den Niederlanden, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, haben sich gemeldet und gesagt, dass ich weiter positiv bleiben soll. Heb ik veel in de gym gedaan, wat voor mij wel heel gunstig was. Seit meiner Verletzung arbeite ich täglich im Kraftraum, um wieder fit zu werden. Dadurch kann ich auch mein lädiertes Kreuzband weiter stärken und trainieren. Deshalb war das vielleicht ein ganz günstiger Zeitpunkt. Das tut mir schon gut, auch wenn eine Verletzung nie schön ist. Aber jetzt kann ich meine Muskeln weiter stärken und aufbauen. Ab morgen trainiere ich dann auch draußen und steigere die Intensität. Ich muss wirklich sagen, dass ich mich sehr darauf freue, wieder auf den Rasen zurückzukehren. Es fühlt sich natürlich anders an als bei meiner Kreuzbandverletzung, denn die hat viel länger gedauert. Da war ich über ein Jahr raus, jetzt sind es gerade einmal knapp 4 Wochen. Deshalb kann man das nicht vergleichen. Aber natürlich freue ich mich trotzdem riesig, dass es wieder losgeht. Und die Fans sicher auch. Und die drücken sicher die Daumen, dass Virtual Messagen einmal lange verletzungsfrei bleibt.